Mit diesem Zug bin ich jetzt gerade angekommen, von Richtung Lausanne her. Ich befinde mich da auf dem Bahnhof von Echelon. So, jetzt werde ich da meine Wanderung beginnen. Besuch der schönen Kirche. Altstadt in Echelon. Hier einen Blick auf Echelon. Da sieht man das Schloss. Guten Morgen, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Ich bin heute wieder an der Talent unterwegs. Aber soeben ist schon verlassen. Dort wird das Schloss besucht. Das ist ganz interessant. Ja. Das sind etwas über 18 Kilometer heute. Ihr seht jetzt dann gleich noch meine heutige Wanderroute. Einen Rundumblick. Da vorne ist Echelon, wo ich gestartet bin.
irgendwo von dort hinten, ganz hinten komme ich her. Vorne ist ein bisschen der Jura zu erkennen. Da unten, diesen kleinen Wäldchen, fließt die Talent. Da vorne erreiche ich jetzt zum ersten Mal die Talent und überquere sie auch gleich. Boah, jetzt hat es so steil bergauf, diese Brücke. So, das ist jetzt die Talent. Sieht so aus, wie ich heute mehr freie Fläche habe als das letzte Mal. Dort hinten ist übrigens auch ein Wasserturm. Und da ganz am Horizont, Jura. Das da hier vorne ist, so viel ich weiß, der Einschnitt nach Valorb. Und diese da hier vorne ist der Einschnitt zum Kloster Roma Mortier. Da vorne sieht man schon das sechste Schloss. Geht da hinten der Jura. Übrigens hier befinde ich mich in der Kornkammer vom Wattland. Hier wird den meisten Korn angebaut. Kanton Watt. Da vorne schon wieder das nächste Dorf, ein Schloss. Das da muss noch ein alter Grenzstein sein. Schon wieder eine Brücke. Und die Talent. Noch nicht größer geworden. Aber schon wieder eine Kirche von mir, die wir jetzt dann besuchen. Schönes Dorf. Bei alten Häusern. Ich werde jetzt dann schauen, ob diese Kirche offen hat. Da vorne ist auf der linken Seite wieder eine Kapelle und oben das Schloss. Da hat es Gänse, Hühner, sonst irgendwie noch Tiere, ich weiß nicht, was das genau ist. Dort oben wäre jetzt das Schloss. Ich habe mich entschieden, dass ich es nicht besuchen gehe, weil es ist nicht so was Besonderes und es gehört irgendwie zu einer Institution. Und das ist ja sowieso nicht öffentlich und somit gehe ich jetzt auch nicht dort hin. Zurückfahren. Thank you.
hier haben wir noch einen größeren Baumbetrieb. Glaube ich auch alles zum Schloss. Das Schloss ist da hier oben. Das ist das Schloss. Hier ist die Talentschon zu einem recht großen Bach geworden oder Fluss. Doch schon recht breit. Schon das nächste Dorf da vorne. Dem Jura bin ich auch schon näher gekommen. Ich habe wieder ein Dorf erreicht. Da habe ich jetzt einen ganz großen Bogen gemacht. Ein schönes Dorf. Alten Häusern da. Uralte Häuser. Das ist sicher nicht mehr bewohnt da. Dorfzentrum. Und ist noch fast so wie ein Schloss. Ein Schlafzhaus. Schön. Hier im Kanton Watt hat es sehr viele solche Betonpisten. Es ist sehr mühsam, hier drauf zu gehen. Da unten ist übrigens wieder der Talent. Bin wieder erreicht. Hier ist er nicht so ein wilder Bach. Da ist jetzt die Talent schon ein kleines Flüsschen geworden. So, hier ist ein kleines Dörfchen erreicht. Da werde ich jetzt nicht durchgehen. Und hier geht mein Weg entlang. Da hier unten im Graben ist der Talent. Und hier geht es wieder ziemlich steil runter. Und kommt schon wieder ein Dörfchen zum Vorschein. Ein weites Land. Und da das andere Dorf. Vorher gesehen habe. Blumenkisten. Und ich vermute, die sind jetzt leer. Und das ist der Ausblick, den ich habe da oben. Nicht so weit heute. Nicht so gut. Jura ist in Wolken. Hier bin ich in einer sehr verlassenen Gegend, ein paar Häuser hat es, aber nicht viel. Da unten ist mein Bach, den ich jetzt folge, hier unten. Und von da hinten bin ich jetzt gekommen. Dörfchen oder ein, besser gesagt ein Weiler. Da wohnen das Gebäude mit dem Turm. Das waren früher Schulhäuser und da sind jetzt die meisten natürlich geschlossen. Ich bin hier bei einem riesigen Golfplatz. Schade, da drüben wäre der Jura. Das sieht ihn ein bisschen. Das ist gut. Thank you.
Talent. Einen Blick in das Tal runter. Da ganz unten, diese Ebene, muss ich. Und da hier drüben bin ich ganz sicher, dass da könnte ein Ort sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe mit dem Lochstuhl gewonnen. Schöner Weg. Jetzt wird doch der Abstieg ein bisschen steiler. Da könnte schon sein, dass es unterhalb von den Klettern noch flach ist. Ein bisschen langsam. Kommt das gut. Da bin ich schon lange draußen. Da ist wieder die Talent, die ich jetzt erreicht habe. Da bin ich gekommen. Weiter. Ja, hat die Talent schon ziemlich Wasser. Da hinten ist noch eine Mühle, ist ganz abgelegen. Und da ist die Talent auch schon ziemlich wieder gestaut. Eine kleine Stromschnelle. Wieder eine interessante Stelle. Da wieder im Tal unten. An der Talent entlang, da draußen ist. Schöne Wanderwege. Was sehr schade ist, ist jetzt keine Bank. Da hier im Gebüsch unten ist ein Talent. Und hier vorne sieht man schon die Autobahnbrücke von der Autobahn Bern-Murten-Lausanne. Und ganz im Hintergrund der Jura, der Talent. Das habe ich dann schon bald geschafft. Hier unten kommt er jetzt dann schon bald in die Ebene runter und fließt dann ein bisschen weiter vorne in die Org. Da oben der erste Repelk. Wahrscheinlich ist schon da hier ein kleiner. In diesem Haus. Der größere ist da hier vorne zu sehen. Der erste Repelk. Eine ziemlich große Autobahnbrücke da. Die Brücke, die Autobahnbrücke.
Und hier vorne sieht man schön den Jura. Da unten noch den Talent. Da vorne reichiert sich schon das Dorf, wo mein Endziel ist. Die Talent hat hier auch schon die Ebene jetzt erreicht. Und da vorne sieht man ganz schön den Jura. Auch schön verschneit. Ein Zug. Jetzt werde ich dann die Talent verlassen. Vorne sieht man noch den Jura. Das Tal da vorne, ganz links hinten, nach hinten, das ist der Romamottier-Zug. Und hinter den zwei Bäumen geht es Richtung Valor. Dort oben waren wir ja noch vor kurzem. Eine spezielle Kirche. Jetzt gehen wir da mal rein. Schon riesen Blumen da und dann schon wieder nur Hefe. Kommt so eine spezielle Kirche. Ach, ich bin noch hier entscheidend. Und anders sieht. Vielleicht kann ich da vorne noch rein. Sind wir noch in die Ebene runter? Da ist der Haupteingang. Schauen wir mal, ob man reinkommt. Schade. Gehen wir halt wieder. Ganz speziell diese Kette. Schönes Dorf. Der Wanderweg heute war nicht schlecht. Ein bisschen viel Beton. Das hat mich ziemlich gestört. Aber jetzt, ich weiß, dass das hier im Nordland ist es oft so. Sonst war es nicht schlecht. Oh, alte Häuser. Aber hier vorne schon den Bahnhof. Also mein Ziel jetzt haben wir erreicht. Jetzt sind Kilometer. Das sind jetzt wahrscheinlich etwas über 18 geworden. Das macht ja nichts. So, das ist der Bahnhof.